Ey, Leute, ich habe richtig Angst. Sie meinte, dass ich Touren das Auto hier geklaut habe und dass er mich jetzt sucht. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe echt Panik auf der Titanic. Aber man muss sagen, Freunde, wir haben jetzt gerade erst angefangen, haben 350.000 Dollar Geld noch auf Bank und wir haben jetzt mittlerweile schon 3 Autos. Und heute will ich euch was richtig Krasses zeigen, Leute. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, wie man unendlich Geld in GTA 5 bekommt. Und da werden wir heute hinfahren. Freunde, M8 ist ein bisschen zu heiß und... Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Laura... Stani, ja? Hörst du mich? Mann, dieser Empfang in diesem doofen Haus. Mann, Stani, es ist so langweilig hier. Das ist so ein Riesengrundstück und ich kann nie was machen. Können wir bitte irgendwas unternehmen? Ich zahle dir auch Geld. Hä? Du zahlst mir Geld, wenn wir was unternehmen? Ja, es ist so langweilig. Guck mal hier, ich stehe den ganzen Tag im Wohnzimmer, Aquarium. Habe ich auch schon angeguckt. Das ist immer du, Fische. Ich will einfach jetzt was unternehmen. Wo ist denn dein Hund? Ja, weiß ich nicht. Der läuft hier irgendwo rum. Ja, okay, dann komm mal in die Garage. Komm mal in die Garage. Okay, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Okay, Laura wollte was mit uns machen. Einige von euch meinten ja auch, wir sollen mit Laura ein bisschen öfters was machen. Ja, okay, wir können ja mal fragen, was sie vorhat, Leute. Und wenn sie uns da sogar Geld zahlt, wäre natürlich nicht schlecht. So, Laura, wo bist du denn? Hallo, Stani, wo bist du? Ich bin in der Garage. Hier. Ja, ich bin hier. Ich bin gerade rausgefahren. Ach so. Hey, gut siehst du heute aus. Danke, du auch. Flott, flott, flott. Danke, danke. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Ich sehe jeden Tag gleich aus, Junge. Was machen wir denn jetzt? Wie viel Geld willst du mir überhaupt zahlen, dass wir hier was machen? Ach so, ich dachte nicht, dass du es annimmst. Ich dachte, du sagst, nee, ich will kein Geld und so. Doch, klar, logisch. Okay. Weil ich habe ja eigentlich Geschäfte zu erledigen. Ja, ich gebe dir 100 Dollar. Reicht das? Nee, für 100 Dollar muss ich wieder zurückfahren. Nein. Für 5.000 Dollar. Können wir den ganzen Tag miteinander verbringen? Willst du im Freizeitpark oder so fahren? Aber jetzt schon, wollen wir nicht heute Abend erst hinfahren und jetzt irgendwas anderes machen? Es ist so warm und wir können irgendwie Boot fahren oder Jetski. Jetski ist gut, Jetski. Okay, ja gut, dann fahren wir mal eine Runde Jetski. Aber kannst du überhaupt Jetski fahren? Ich fahre bei dir mit, ich halte mich bei dir fest, dann einfach. Sag mal, Laura? Ja? Hast du eigentlich schon eine Familie oder bin ich deine Familie? Du bist meine Familie. Okay, ich bin deine... Hast du also niemand anderen, oder was? Nee, ich will auch niemand anderen. Achso, du willst auch niemanden, aber wir sind nicht zusammen, das weißt du, ne? Na klar, natürlich nicht, das weiß ich. Also wir sind so Geschäftspartner. Genau, Geschäftspartner, ja. Naja, einige Leute denken, wir sind zusammen und das ist aber nicht der Fall. Okay. Ja, ja, noch nicht. Ja, mach nicht. Wie noch nicht? Also es kann ja noch werden. Wärst du gerne mit mir zusammen? Das sage ich nicht. Oha, guck mal, was hier heute ist. Die sind Bananenboote. Oha, oha. Oha, okay, Laura, komm. Warte, meine Schuhe. Oh, egal, ja, egal, okay, okay, los geht's. So rein. Boah, Leute, was ist das denn hier? Wie cool ist das denn? Bananenboote. Ey, das wollte ich schon immer mal fahren. Kennt ihr das? Komm, willst du hinten bei mir raufkommen, oder was? Ja, warte, so, jetzt. Okay, los geht's. Ich dachte, jeder fährt selber Jetski. Nein, ich kann das nicht. Alter, wie cool ist das denn? Ey, wollen wir mal richtig weit rausfahren, wo die Riesenwellen sind? Ja, okay, so weit es geht. Okay, gut, wir fahren jetzt so weit raus, wie es geht, Leute, zu den Riesenwellen. Ihr wisst doch, Alter. Aber Laura, weißt du eigentlich, dass hier auch Haie sind? Nein, das wusste ich nicht. Hier sind Haie. Aber guck mal hier, was... Boah, hier sind welche, hier sind Haie sogar. Was? Und es ist Delfine gewesen. Oh, ich dachte schon. Aber guck mal hier auch diese Riesenjacht hier an. Boah. Ja, die haben wir vermietet überall, wo meine Maklerfirma, die vermieten wir. Aha, okay. Mhm. Guck mal auch diese Riesenjacht hier an. Da geht nicht. Boah, die sieht aber fett aus, Leute. Überleg mal, so ein Ding würden wir uns später kaufen. Aber was würde sowas kosten, weißt du das? Boah, das kostet bestimmt 80 Millionen. 80? Oh, ja, aber das wäre fett, Leute. Das wäre wirklich fett, weil das ist hier wirklich Luxus pur. Okay, gut, aber wir fahren jetzt weiter erstmal raus. Macht dir das Spaß? Ja, sehr, ja. Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie weit wir jetzt schon rausgefahren sind. Ey, oh mein Gott. Laura, was sind das hier für Wellen? Ich will nach Hause, ich will umdrehen. Alter, umdrehen, bitte. Nee, umdrehen, du wolltest doch mit mir heute den Tag verbringen. Oh, aber das ist viel zu gefährlich. Ist das jetzt eigentlich ein Date hier oder was haben wir jetzt hier? Ja. Ja. Also das ist, ey Leute, sollen wir mit Laura zusammenkommen und dann irgendwie, keine Ahnung, Familie gewinnen oder so? Das wäre eigentlich ganz cool, weil die anderen im GTA-RP-Leute, die haben gar keinen Erfolg bei Frauen, aber wir scheinen relativ gut anzukommen. Eigentlich ist das echt geil. So, jetzt machen wir mal wieder zurück zum Strand fahren, dass du keine Panik auf der Titanic kriegst. Oh Mann, das ist echt gefährlich. Und dann fahren wir jetzt in diesen neuen Freizeitpark oder was? Ja, gerne. Also mit dir würde ich, ja. Aber wir können auch einen Film gucken. Einen Film willst du gucken? Ja. Mit mir alleine? Ja.
Leute, sollen wir mit Laura, aber das ist doch langweilig, oder Freunde? Schreibt mal in die Kommentare rein, ob wir mit Laura mal einen Film gucken sollen, aber ich weiß nicht, also... Nee, Laura, wir gehen jetzt zum Freizeitpark. Okay. Komm mit rein hier. Sag mal, Laura, wir sind ja gleich hier beim Freizeitpark. Ich hoffe, wir fahren hier auf jeden Fall richtig. Aber ja, hattest du schon mal... Hattest du eigentlich schon mal einen Freund oder so? Warst du schon mal verheiratet oder so? Ob ich einen Freund hatte, willst du wissen? Ja. Ja, aber lasst uns da nicht drüber reden, nein. Also, ich hatte einen, ja. War das nicht gut, oder was? Das war gar nicht gut. Das wird dir auch nicht gefallen. Deswegen, lass uns doch nicht drüber reden. Lass uns einfach weiterfahren. Spaß haben. Sag mal ehrlich, kenne ich den, mit dem du mal zusammen warst? Ja, du kennst den und die Autofarbe. Unser Auto, das ist so wie er immer. Das erinnert mich so ein bisschen an ihn. Hä, Autofarbe? Also ich kenne nur ein. Oh, was ist denn da hinten los? Oh, siehst du das schon? Ja, das ist der Freizeitpark. Freizeitpark, richtig gut, ja. Nee, aber sag mal jetzt bitte, rück mal jetzt bitte mit der Dings hier raus. Ich will mal jetzt wissen, mit wem du zusammen warst. Ja, es war SU. Mit SU war. Oh mein Gott, okay. Ja. Und das hat aber nicht so geklappt, sagst du? Das hat nicht gut geklappt, Mann. Boah, Leute, wow, was geht hier denn ab? Ey, Laura, das war eigentlich echt eine coole Idee, dass wir hier hinfahren. Aber hier war ich schon mal gewesen, aber das ist schon ein bisschen gruselig hier, weil, keine Ahnung, hier sind voll wenig Leute und dann waren da irgendwie nur Clowns gewesen und so. Willst du da wirklich rein? Ich war hier noch nie und mit dir fühle ich mich immer sicher. Ja, aber guck mal, hier sind auch voll wenig Leute. Klar, hier sind so ein paar Leute, aber nicht, dass hier irgendwas passiert. Ja, super, du fühlst dich mit mir sicher. Was soll ich denn nicht machen, wenn jetzt hier irgendwelche Clowns kommen oder so? Verstehst du das? Guck mal, hier ist eine Achterbahn, wo man hin kann. Ja, da hinten ist irgendwie so ein Ding, was rumfliegt. Boah, wo kann man denn? Kann man hier überall rein oder was? Was ist das denn da? Wow, das ist ja echt schick. Oh, ein Teddy. Ja. Boah, das ist aber. Kannst du mir einen gewinnen bei so einem Automaten? Ja, ist aber auch schon echt ein bisschen gruselig, dass da einfach so ein Kinder-Teddy ist. Hallo? Kennen Sie sich hier aus? Hallo, der Herr? Ja, okay, dann lass mal weitergehen hier. Lass mal hier gucken, was hier abgeht irgendwie so. Was ist das denn, Leute? Guck mal, die macht ja hier richtig Kunststücke, aber... Boah, das sieht schon echt gruselig aus, ne? Leute, was denn hier? Es ist auf einmal dunkel geworden, ey. Wir haben uns hier die ganze Show angeguckt und wo ist Laura jetzt? Ich habe die gar nicht gesehen. Laura! Hä? Leute, die gehen alle nach Hause. Ey, wie spät ist das denn? Warum schreist du hier so rum, Junge? Oh, nicht so ein Clown, Alter. Stehen geblieben. Nee, ich renne einfach weg, ey, Leute. Laura! Ey, was willst du denn von mir? Ja, mach hier nicht so einen Lärm, hm? Ja, okay, ich mach keinen Lärm. Ich suche nur eine Freundin. Oh, Leute. Ey, wo ist denn Laura hin, Alter? Die hat doch gesagt, die will nur kurz zum Zelt und ich dachte, die ist da und jetzt ist sie hier nirgendwo und das wird dunkel, alle gehen nach Hause und so ein dummer Cloud spricht mich an. Was soll das denn? Laura, wo bist du? Laura, hallo? Hallo? Hä? Boah, ey, das ist so strange. Ich check das nicht mehr, Leute. Ich check nicht. Wo ist die? Ey, fährt die vielleicht hier mit der Eisenbahn rum oder irgendwo? Ich hab doch keinen Plan. Hallo, ey. Oh, ey. Hä? Leute, der ist unsichtbar, der Zug. Hä? Was sollen Sie denn hier so, schon wieder? Lassen Sie mich in Ruhe. Den Park jetzt. Wir müssen den Park verlassen. Nein. Okay, dann helfen Sie mir, meine Freundin mitzusuchen. Hm, wie sieht die denn aus? Ja, kurze Haare. Sieht gut aus und heißt Laura. Ja, die habe ich gesehen. Ja, wo ist sie denn? Zeigen Sie mir die mal. Ja, die haben wir aufgegessen. Ey, erzähl nicht so eine Scheiße, sag ich dir. Was soll das? Ey, ich hab gesagt, wir schließen. Ja, okay, ich geh raus. Was ist mit dir, Junge? Aber bitte pack die Waffe weg, Mann. Ich bin doch hier ein Besucher. Aber wo ist denn jetzt hier meine Freundin? Die war doch... Boah, ey, die Leute, der ist komplett irre, Alter. Ich schieße hier einfach mit Feuerwerk und ich hau einfach schnell ab am besten. Ey, Leute, aber wo ist denn jetzt Laura? Ich habe keine Ahnung, ey. Vielleicht wartet ihr auch schon draußen am Auto, das könnte ja auch sein. Boah, Leute, guck mal da oben, was ich gefunden habe. Das ist einfach so ein Ballon von Pennywise, ey. Das ist wirklich, guck mal hier auch dieser komische Clown, das ist so gruselig hier. Und diese Musik hier drin und diese Geräusche, das ist gar nichts für mich. Ich hoffe, was ist das denn hier? Hallo? Ey, was machst du? Ey, was geht denn? Ey. Wir haben deine Laura gefunden. Hm? Wir haben wo die versteckt denn, in der Geisterbahn. Wie, ihr habt meine Laura gefunden, Alter? Ja, wir haben rede nicht, Junge. Ey, was soll das denn, Junge? Junge, ey, rede Laura, nicht, Alter. Wo ist Laura? Ey, bleib stehen, Junge. Boah, Leute, der ist so schnell. Ich komme nicht hinterher. Wo ist der? Leute, der ist einfach wieder abgehauen, Alter. Was ist das denn? Okay, warte mal. Ich gehe jetzt zurück zum Auto, Leute. Hol mir ein paar Waffen. Dann werden wir mal zur Geisterbahn gehen und mal gucken, ob diese Clowns da immer noch so eine große Klappe haben. Wer sitzt denn da, Alter? Leute, der Typ hier, der hat ja gar keinen Plan. Der sitzt hier einfach am PC, aber jetzt reicht's mir. Ist mir egal, Alter. Diese Clowns haben die Rechnung nicht mit mir gemacht hier. So, die können mir doch nicht einfach Laura wegnehmen, Leute. Jetzt habe ich hier nämlich auch eine richtig krasse Waffe.
Jetzt werden wir mal dazu Geisterbahn hingehen. Ich habe nämlich keine Angst. Der wird nämlich keine Chance mehr gegen mich haben. Der ist nämlich auch nicht kugelsicher. Ich gucke mich hier genau um. Oh, die Leute, diese Geräusche hier sind so unheimlich, Mann. Okay, oh, was ist das da, Leute? Ey, weg mit dir, Junge. Boom, Junge. Das war's gewesen. Erster Clown ist weg, Freunde. Die hätten mal besser frühstücken sollen. Nicht mit mir, nicht... Das ist der Nächste. Ey, beruhig dich. Zack, wieder ist der weg. Oh mein Gott, wie viel... Alter, das gibt's nicht, Leute. Wie viel sind hier? Oh, Laura, ich komme. Da ist die Geisterbahn, Leute. Oh mein Gott. Weg mit dir, Junge. Okay, doch mehr als gedacht, Freunde. Oh, hier... Okay, wir werden uns jetzt gleich zur Geisterbahn anschleichen. So, ich werde mich anschleichen, Leute, das Sniper-Gewehr nehmen. Und dann werden wir mal gucken, was da für Leute sind oder ob da irgendwie was bewacht ist oder sonst was. Boah, das sind das Clown, Leute. Boah, das sind so viele Clowns, Alter. Ich werde die einfach alle ausschalten. Zack. Leute, ich kriege das gar nicht mit. Oh mein Gott. Boom, einer weg. Einer weg. Alter, wie viele haben die Leute? Oder sind das nur so... Boah. Boah, Leute, das sind nur so Schaufensterpuppen. Das sind gar keine echten Clowns. Okay, gut. Oder? Aber der hat eine Waffe in der Hand. Doch, doch, der schießt sogar. Wie viel Leben hat der? Hä? Aber die machen nichts. Okay, sehr gut, Freunde. Ich werde jetzt die Schrotflinte aus... Ey! Stehen bleiben! Wo ist Laura? Oh, Mann, ey, bitte. Wo ist Laura? Ich meine, du musst sie suchen. Ja, ich werde sie suchen, Alter. Boom, nimm das, Junge. Boah, ey, kacke, Leute. Boah, Alter, ist das gruselig hier. Wow, 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 wow. Leute, was ist das denn hier? Go back, go back. Ich kann nicht zurückgehen. Ey, Leute, guckt euch mal dieses gruselige hier Bild an. Oh, oh mein Gott, das wird hier immer gruseliger. Das ist halt echt so eine richtig eklige Geisterbahn. Mit irgendwelchen Sachen hier an der Wand. Laura! Laura! Wo ist die? Laura! Leute, ich check das nicht. Wo versteckt die sich? Das sind... Wow! Oh, Laura! Oh mein Gott, ich hab dich befreit. Stanley? Ja, ja, komm schnell mit, komm schnell mit, komm schnell mit. Schnell. Wohin? Oh mein Gott, Leute, die Clowns sind hinter uns her. Hörst du nicht das Lachen? Lauf, Stanley, ich höre dich, lauf, lauf. Oh mein Gott, wir müssen jetzt schnell rauslaufen und hier ganz schnell weg. Das war gar keine gute Idee. Ich hab dir gesagt, diese Clowns sind... Du hast mich hier reingebracht. Ich war das nicht, du wolltest doch in den Freizeitpark. Hey, da ist doch einer, was... Ach, wo ist einer? Das sind so... Nein, das sind gar keine Clowns. Ach so, okay. Nee, nee, das sind keine. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe extra Waffen besorgt. Oh mein Gott, Leute, da brennt es da hinten. Oh, lauf, raus lauf, jetzt hier, raus lauf. Jetzt hier. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mann, das war echt zu krass da drin. Laura, stell ins Auto rein. Okay, okay, okay. Ey, da habe ich auf jeden Fall was gut bei dir, Mann. Ich habe dich ja befreit. Weißt du, wie viele Clowns da waren? Die haben mich alle angegriffen. Stani, du hast mich gerettet. Was, das bedeutet mir wirklich viel. Das hat mir echt viel bewiesen, Stani. Ich dachte mal, du magst mich nicht, aber jetzt weiß ich, dass du mich auch magst. Ja, natürlich mag ich dich, aber Laura, du kannst uns doch hier nicht so in Gefahr bringen. Das Hoverboard-Auto, Vorsicht. Oh mein Gott, ist das auch ein Clown oder was? Nee. Weiß ich nicht. Okay, ja, wir werden jetzt ganz schnell zurückfahren und dann werde ich dich nach Hause bringen, okay? Ja, okay, das war genug Action für heute. Das reicht erstmal für eine Woche. Ey, okay, Leute, ich will jetzt aber Laura echt noch ins Bett bringen, weil überlegt mal jetzt, die Clowns sind hier noch irgendwo unterwegs oder sonst was. Wir können jetzt Laura hier echt nicht alleine lassen. Deswegen müssen wir die natürlich gentlemanmäßig auch ins Bett bringen, Freunde. Weil sonst, das ist keine Ahnung, wir können die nicht alleine lassen. Nicht, dass die Clowns jetzt irgendwie kommen. Okay, Laura, schnell. So. Jetzt geh mal rein. Ich guck noch, ich nehme jetzt die Waffe noch mit und guck, ob da alles okay ist, ja? Okay, aber das wird doch, hier wird doch nichts sein. Naja, du, das sagt man nicht. Okay. Das sagt man nicht. Laura, lass mich mal hier zuerst reingehen, ja? Okay, aber wir sind zu Hause, hier ist doch nichts. Boah, hier sind welche, hier sind welche! Ah, ist Vorsicht! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wir müssen erstmal Verstärkung, komm mal mit. Wir müssen uns sicher einen Ort suchen. Okay, 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 okay. Weil die Typen sind nicht mehr ganz. Es könnte sein, dass das welche von Pennywise sind. Und mit denen hatten wir schon mal Ärger gehabt. Das heißt, wir müssen zu meinem Kollegen iCrimex fahren. Kennst du den? Nein, ja doch, klar kenne ich den. Natürlich kenne ich den. Du kennst ihn, okay, sehr gut. Da vielleicht, ich muss jetzt fragen, Leute, ob wir eventuell da wohnen können. Weil das hier, das ganze Haus ist ja voller Clowns. Okay, let's go. Oh, ich hoffe, iCrimex, auf den kann man sich verlassen. Leute, drückt mir bitte die Daumen. Ey, Leute, irgendwo müsste doch Max hier sein. Ich habe ihm gerade mal ein SMS geschrieben, aber... Hä? Nein, wer ruft mich an jetzt hier? Ist das Max? Hä? Ganz komisch, Leute. Guck mal, einfach Handy, Dings, grau. Ja gut, okay, dann lege ich einfach auf. Ist das hier so ein Prank-Anruf oder was? Hat irgendjemand meine Nummer geleakt oder was? Was soll das? Na ja, egal, Leute. Hä? Noch mal einen Anruf. Hä? Stani? Ey, was willst du von mir? Stani, wir werden dich kriegen, ja?
Alter, ihr werdet mich niemals kriegen. Ich sage euch ehrlich, ich hab's schon mal mit gegen euch aufgenommen. Ich sehe doch, Nick, wo du bist. Ich kann's doch sehen in der Kamera. Ich sehe, wo du bist. Ich hole ein Crimex, Mann. Hau rein, Alter. So. Werdet ihr gut Kirsche essen. Tschüss. Leute, ab geht's zu ein Crimex, wenn ihr mehr von sehen wollt. Lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.